Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute haben wir einen Special Guest. Hinter mir sitzt nämlich der Marco, ne? Morgen! Ich weiß gar nicht, ob man ihn sieht. Das ist auf jeden Fall der Pokémon-Experte. Der weiß nämlich immer alles und hat immer recht. Denkt er zumindest. Und da hat er noch eine schöne Schickimütze auf, die man jetzt auch nicht sieht. Kann er ja mal zeigen oder mal kurz abgeben. Dann zeige ich dir mal. Hier, Squirtle, ne? Kennt er? Ist das nicht genial? Super! Nächstes Mal bringt er noch eine andere mit, hat er gesagt. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist nämlich mein Beutel. Der quillt nämlich schon wieder über. Das will ich euch hier mal zeigen. Hab immer alles weggeschmissen. Ich hebe meistens nur Toppeleber auf. 100 Stück, mehr braucht man nicht durch die Rocket Stops. Was mich aber quält, sind die Sonderbonbons. 444 schon wieder. Ich raste aus. Was soll ich damit machen? Ich verstehe es nicht. Ich habe schon bei jedem legendären Pokémon 250 Stück geparkt und geparkt deshalb, weil ich schon von jedem Legendären immer eins hochgezogen habe, das Beste, und habe nachträglich trotzdem nochmal 250 gespeichert, weil viele ja als Shiny zurückkommen und falls nochmal ein gutes kommt. Also weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ich habe immer gesagt, ich würde es auch nie in Pokédex-Einträge investieren, weil mit ein bisschen Zeit und Geduld kommen die ja eh von alleine, wenn ihr Bonbons sammelt oder mit dem Buddy-System aus Eiern brüten. Irgendwann habt ihr die Bonbons zusammen, da braucht ihr ja keine Sonderbonbons zu investieren. Jetzt brauche ich aber Platz und ich weiß wirklich nicht, wohin damit. Also habe ich mir gedacht, werde ich es doch mal tun, denn Generation 5 ist ja da und da sind wieder mal viele krasse Sachen dabei. Bei vielen kriegt ihr die Bonbons hinterhergeworfen, bei anderen natürlich nicht. Und wir werden jetzt mal hier reingehen und mal gucken, was können wir machen. Wir haben da nämlich was vorbereitet, oder auch nicht. Nicht vorbereitet, einfach spontan. Wir gucken mal, hier haben wir Floink gesammelt. Und Floink, der ist richtig krass, finde ich zumindest. Ist natürlich auch ein Starter der 5. Generation. Da habe ich noch ein paar auf der Hand. Wenn ihr mal schaut, wir sind jetzt bei 63 Bonbons. Der aber natürlich sehr selten. Und da kann es dauern, die Bonbons zusammen zu haben. Und die Starter kann man ja immer mal durchentwickeln. Die will man ja meistens als erstes haben. Yorkliff, Nagelot, sowas. Die sitzen überall rum. Da habt ihr bestimmt schon alle Einträge zusammen. Und ich möchte jetzt mein höchstes Floink entwickeln. Und da eben ein paar Bonbons reinstecken. Das machen wir jetzt hier. Gehen mal auf Items, investieren da ein bisschen was. Ihr seht, es ist gar nicht so viel nötig. 124 braucht man ja. Weil durch die Entwicklung von der ersten zur zweiten Stufe bekommen die ja trotzdem nochmal einen Bonbon dazu, warum auch immer. Wir nehmen also 124, dann müssten wir beide Entwicklungen schaffen. Habe jetzt also, das stand da, 63 Sonderbonbons investiert und entwickle jetzt mein Floink zu, der Pokémon-Experte weiß es bestimmt, Verkogel. Verkogel! Floink sieht auf jeden Fall richtig süß aus. Das komische Serpifeu finde ich richtig hässlich, also wenn das so heißt. Damit kann ich gar nichts anfangen. Verkogel, okay. Ist ein bisschen dicker, guckt ein bisschen grimmiger. Und ich habe gesehen, der BisaFanTV hat, glaube ich, auch schon ein Video gemacht, wie er genau das entwickelt hat, auch als allererstes. Deswegen wollte ich das auch mal machen, aber nicht nur, weil er das als allererstes gemacht hat, sondern ihr seht genau, 100 Bonbons habe ich noch und 100 braucht es auch. Und jetzt wird Verkogel zu Flambirex. Flambirex! Dafür sitzt der Pokémon-Experte da. Und Flambirex finde ich wirklich von den drei Startern jetzt das coolste. Sieht am besten aus, macht am meisten Eindruck. Da guckt euch an, wie König Barbarossa mit dem flammenden Bart, den er da hat. Komischerweise steht der Name nicht da. Den muss ich mal kurz hier löschen. So, dann müsste da stehen Flambirex 2769 WP. Den hat BisaFanTV nämlich auch schon entwickelt. Richtig gute Sache auf jeden Fall. Der sieht mächtig aus. Das also der Feuerstarter der 5. Generation. Serpifeu und was? Otaro oder wie heißt das andere? Otaro. Otaro. Otaro finde ich als Basisversion sieht süß aus, finde ich richtig toll, richtig knuffig, sogar besser als Floink. Aber die Entwicklungen, ich habe die mir noch nicht so genau angesehen, aber ich glaube, die Entwicklungen sind nicht so krass, also persönliche Meinung natürlich wieder, jeder hat einen anderen Geschmack, sehen trotzdem nicht so krass aus wie das Flambirex. An euch die Frage natürlich, habt ihr auch schon ein Floink gefangen, habt ihr vielleicht auch schon ein Flambirex entwickelt?
Welches von den drei Startern findet ihr am besten? Welches gefällt euch am meisten? Und natürlich, was macht ihr mit euren Sonderbonbons? Habt ihr noch Legendäre, die ihr pushen wollt? Steckt ihr da was rein? Steckt ihr gerade alles in Mewtwo? Bei Mewtwo, das ist auch so eine Sache, könnt ihr da mal kurz schauen. Mewtwo habe ich momentan noch 943 Bonbons, also da brauche ich eigentlich nichts reinstecken. Ich habe da ja genug drin. Habe bisher aber, muss ich ehrlich sagen, auch nur ein einziges Mewtwo gemaxt. Das war das damals vom 20.10.2017, da das Spukball hat. Ist leider kein so krasses, hat auch nur 89%. Aber das habe ich gemaxt wegen Spukball eben. Wenn Mewtwo weg ist, können wir ja nochmal ein anderes maxen. Das Beste, was jetzt rauskam, das aber wieder ein anderes Thema. Für was nehmt ihr aber eure Sonderbonbons? Was macht ihr damit? Steckt ihr das in eure legendären? Steckt ihr das in die Pokédex-Einträge? Was würdet ihr machen, wenn ihr 444 Sonderbonbons habt? Und die restlichen werden wir sicherlich auch noch irgendwie verbraten die nächsten Tage. Wir werden wahrscheinlich noch Serbifoy entwickeln. Mit dem laufe ich ja auch gerade, um da noch zu sammeln. Von Floing hatte ich jetzt die meisten. Serpifoy braucht auch ein paar, aber nicht so viel. Und Otaro, da habe ich, glaube ich, am wenigsten. Ich glaube, da habe ich nur 12. Da könnte ich natürlich etliche rein investieren, aber das sind mir, glaube ich, auch schon wieder zu viele. Da will ich erst noch gucken, ob ich noch ein paar so bekomme, damit wir eben nicht alles da reinstecken. Es gibt ja auch so viel mehr jetzt, was ihr entwickeln könnt und euch die Einträge holen. Aber alles zu seiner Zeit. Das war es, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Schreibt ihr mal rein, was ihr damit macht, ob ihr schon sowas habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und euer Marco natürlich, der sich bestimmt nochmal verabschieden will. Dann, wiedersehen. Wiedersehen, das sprach der Pokémon-Experte. Yeah.